Der Mensch gewöhnt sich sehr rasch an Kälte. Im Grunde friere ich sehr leicht. Ich liebe die Kälte nicht. Aber offensichtlich habe ich mich akklimatisiert. Wenn ich heute in die Stadt komme, ist mir heiß. Ich halte heiße Sommer schwer aus. Freilich ist es auch hier im Sommer heiß, aber ein Leben ohne Kälte kann ich mir irgendwie nicht mehr vorstellen. Extremer, strenger Frost gefällt mir natürlich auch nicht. Nikolai Soboljew ist 73 Jahre alt und Arzt. Das nächste größere Krankenhaus liegt in Ust-Nera, 12 Autostunden von hier entfernt. Nikolai ist für alles zuständig, vom Zahnweh bis zur Geburt, seit mehr als 40 Jahren. Das prägt und macht hart. Sie haben nicht nur 18, bis zu 24 Kinder haben sie geboren. Von diesen sind nur 5 oder 6 am Leben geblieben. Das nennt man natürliche Auslese. Wer stärker ist, wer gesünder ist, bleibt stark und am Leben und gibt selbst Leben weiter. Oymyakon ist dafür bekannt, dass viele seiner Bewohner mehr als 100 Jahre alt werden. Das wird auch der Ernährung zugeschrieben. Viel rohes Fleisch und roher Fisch. In letzter Zeit, beklagt der Arzt, werden die Leute nicht mehr ganz so alt. Wegen des Alkohols, meint er. Tausende Kilometer weiter westlich liegt Amerikas Antwort auf das russische Rekorddorf. Furnace Creek, mitten im Tal des Todes, ist der heißeste Ort der Vereinigten Staaten und einer der heißesten Flecken der Welt. Das Death Valley ist ein Nationalpark. Parkranger Charlie Callaghan hat hier denselben Job, den drüben in Oymyakon Valjera Vinokurov ausübt. Er misst Tag für Tag am Wetterhäuschen die Lufttemperatur. Sein persönlicher Rekord liegt bei plus 52,4 Grad. Also etwa 100 Grad wärmer als in Sibirien. Neben der Temperatur wird hier auch die Verdunstung gemessen. Sie beträgt bis zu 40 Liter pro Tag. An besonders heißen Tagen muss der Behälter bis zu 6-mal gefüllt werden. Hier ist 785 mit dem Bericht für Freitag, 30. Mai. Sonnig, leichter Wind, nachmittags aus Süd mit 10 Meilen knapp über 38 Grad. Hitzeindex Stufe 2, Vorhersage 38 Grad. Hohes Hitzschlagrisiko. Außendienstmitarbeiter wird empfohlen, ihre Tätigkeit einzuschränken. »1913 wurden hier 56,7 Grad Celsius gemessen. Erst kürzlich lagen die Temperaturen wieder ähnlich hoch. 1998 bei 54 Grad. 2002 bei knapp 53. Der Reiz dieser bizarren Landschaft lockt jedes Jahr bis zu 6 Millionen Touristen an, die auf der Suche nach dem Kick auch die befestigten Straßen verlassen. Charlie Callaghan versucht das zu verhindern und beseitigt die Spuren. Ein Land der Extreme, der heißeste, der trockenste, der tiefste Punkt. Es ist 150 Jahre her, seit ein paar Goldsucher beim Versuch, den Weg nach Kalifornien abzukürzen, hier hereingestolpert sind. Sie wussten nicht, wo es Wasser gab und nicht, wie man wieder rauskam. Sie trennten sich, nur ein einziger starb. Als sie draußen waren, drehte sich einer um und sagte, Goodbye, Death Valley. Der Name ist geblieben.
The name stuck. Tal des Todes, Golfplatz des Teufels, Kornfeld des Teufels. All diese Namen sagen, hier lauert das Verderben. Als die Goldsucher noch nicht bis hierher vorgedrungen waren, war das Tal Heimat des Timbischa-Stammes. Sie nannten es das Felsental der roten Farbe. Heute leben hier gerade noch 150 Timbischas. Früher zogen sie im Sommer in die Berge und kehrten im Oktober zurück ins Tal. Vor 80 Jahren wurde ihre Siedlung von Goldsuchern zerstört. Barbara Durham lebt hier seit ihrer Kindheit. Wir haben keine Ahnung, wieso sie diese Namen erfinden, wie Totenberge oder Sarg-Canyon, Kornfeld des Teufels. Und zum Eingang ins Tal sagen sie Tor zur Hölle, der Ort des Todes. Wir empfinden das als sehr abwertend. Ich denke, das ist eines der schlimmsten Dinge, die wir ertragen mussten. Nur einen Kilometer von der Siedlung der Timbischas entfernt liegen ein gut bewässerter Golfplatz, ein anheimender Spielplatz, ein großer Swimmingpool, ein Shop, zwei Restaurants und eine Bar. Furnace Creek, die Sammelstelle der Touristen. Der Bus ist klimatisiert, ebenso der Shop, das Hotel und die Bar. Bleiben als Herausforderung nur die paar Schritte vom Bus zu den Gebäuden. Von Furnace Creek aus werden die Touristen in fahrenden Kühlgeräten zu all den Sehenswürdigkeiten kutschiert, die Tragödie, Gefahr und Tod in ihrem Namen tragen. Ein Höhepunkt der Tour ist Badwater, der tiefste Punkt der USA, 85 Meter unter dem Meeresspiegel. Badwater ist eine schmucklose, salzhaltige Ebene, die vielen frisch gekühlten Touristen Harmlosigkeit vorspiegelt. Manche glauben dann sogar, eine Wanderung wagen zu müssen. When we look back behind here, right at the base of the Black Mountains. Hinter mir am Fuß der Black Mountains liegt der tiefste Punkt des Landes, Badwater. Vor mehr als 10 Jahren entschloss sich ein Gentleman, hier das Death Valley zu durchqueren, und zwar im Sommer. 6 Meilen hin, 6 Meilen zurück. Es sieht nicht weit aus, aber für 6 Meilen braucht man 2 bis 3 Stunden. Er hat es auch beinahe geschafft. Eine halbe Meile vor Badwater ist er zusammengeklappt. Nach einer Woche wurde er als vermisst gemeldet. Wir sind dann hinaus und haben ihn gefunden. Als die Ranger ihn aufhoben, waren sie schockiert. Sein Körper war von der Sonne schwarz verbrannt und enthielt kein bisschen Feuchtigkeit. Er lag da und als sie ihn forttrugen, klapperten die Knochen unter der vertrockneten Haut. Für die Goldsucher, die vor 150 Jahren bis hierher vordrangen, spielten Hitze und Gefahr nur eine untergeordnete Rolle. Sie waren auf das schnelle Glück aus und auf den schnellen Reichtum. Keiner dieser Desperados dachte daran, sich hier anzusiedeln. Sie durchwühlten die Berge, legten unzählige Minen an und errichteten klapprige Städte, die bis zu 1000 Einwohner hatten. Davon geblieben sind die Gräber derer, die es nicht geschafft haben, und die Fundamente ihrer Siedlungen. In Ballarat,
lebten an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert rund 400 bis 500 Menschen. Es gab 7 Saloons, 3 Hotels, 2 Bordelle, eine Schule und ein Gefängnis. Dann wurde Ballarat zur Geisterstadt. 2 Männer halten bis heute die Stellung. Vor ihnen Ballarats einzige Sehenswürdigkeit. Das Wrack des Autos, das der Irreverbrecher Charles Manson fuhr, bevor er 1969 verhaftet wurde. Rocky und George Novak sind Vater und Sohn. Sie leben hier seit 30 Jahren. George war Goldsucher, Rocky ist Bürgermeister. Sie wollen, dass ich aus meinem Leben erzähle? Nein, Paps, ich werde das tun. Wir leben hier, er will nicht, dass du erzählst, er will, dass ich erzähle. Die beiden sehen das ganze Jahr über kaum einen Menschen. Nur in den milderen Wintermonaten verirren sich Touristen hierher. Keiner kann sich an die Hitze gewöhnen. Aber ich kenne Leute, die meinten, ich bin dran gewöhnt. Lass mich, es hat 49 Grad. Ich war mein ganzes Leben in der Wüste. Diese Leute arbeiten dann in einem netten, klimatisierten Büro. Niemand kann sich an 49 Grad gewöhnen. Vater George kann sich genau an den heißesten Tag erinnern, den er hier erlebt hat. Es war Anfang der 40er Jahre. Wir haben auf einem Gerüst gearbeitet, eine Mauer gebaut. Und die Sonne hat direkt auf die Mauer geschienen. Es ist richtig warm geworden. Das ist harte Arbeit. Die Mauer glätten und den Mörtel verreiben, damit die Mauer auch gut aussieht. Wir haben gerade 10 Minuten gearbeitet und waren total ausgetrocknet, ganz rot im Gesicht. Also sind wir runter vom Gerüst und zu einem Fass und haben etwa 4 Liter Wasser getrunken. Während man trinkt, schwitzt man das Wasser gleich wieder aus und die Kleidung wird feucht. Dann sind wir zurück und nach 10 Minuten wieder hinunter zum Wasserfass. Wir waren 3 oder 4 Leute und das Fass musste 3-mal gefüllt werden, jedes Mal 200 Liter. So viel haben wir an diesem Tag getrunken. Wenn Sie bei diesen Temperaturen draußen sind, ist es wie in einem Hochofen. Die Ohren brennen, die Augenbrauen. Das Lenkrad ist zu heiß. Da möchte man zurück in einen Raum mit Klimaanlage. Aber wir müssen hinaus und die Temperatur messen. Wir waren bei 54 Grad und ich denke, wir sind bald auf 54,5. Death Valley kann einiges bieten. Allerdings nicht den Weltrekord. Der liegt bei 58 Grad im Schatten. Gemessen 1922 in Libyen. Der offiziell heißeste Ort der Welt heißt Al-Assisiya. Die Stadt gilt als Tor zur Sahara. Nur 40 Kilometer von Tripolis und dem Mittelmeer entfernt. Nach glühendem Backofen wie im Tal des Todes sieht es hier nicht aus. Obwohl die Temperaturen regelmäßig über 40 Grad hinausgehen, wurde der Weltrekord von 1922 nie wieder erreicht. Das Leben beginnt hier sehr früh am Morgen, vor allem an Markttagen. Gegen 10 Uhr macht sich dann die Hitze breit. Wer es sich leisten kann, hält sich in klimatisierten Räumen auf. Alle anderen suchen den nächstgelegenen Schatten. Zwischen 11 und 16 Uhr ist es am heißesten. Dann macht die Stadt einfach Pause. Erst am späten Nachmittag regt sich Leben. Dann jedoch bis in die Nacht hinein. Die Schafe kehren von ihren schattigen Plätzen zurück auf die kargen Weiden. Der Bienenstand gehört der Stadt.
Bei mehr als 40 Grad ist die Imkerei kein Honiglecken. Immer wieder kommt es vor, dass die Bienen genervt aus dem Stock flüchten, der Honig ausfließt und die Waben zerschmelzen. Trotz der hohen Temperaturen in Al-Azizia ist es möglich, Bienen zu züchten, wenn man einige Maßnahmen setzt. Das tun wir zum Beispiel, indem wir die Bienenstöcke überdachen, damit sie beschattet sind. Oder indem wir nasse Tücher auflegen, gerade zur Mittagszeit. Auch Wasser aufspritzen kühlt und hilft, die Temperatur etwas zu mildern. Wenn Mohammed Latif nicht gerade damit beschäftigt ist, seine Bienen zu kühlen, kümmert er sich um die örtliche Wetterstation. Der Imker misst, wie seine Kollegen, der Bauer in Oymyakon und der Ranger in Furnace Creek, zweimal täglich die Lufttemperatur. Das Wetterhäuschen in Al-Azizia gleicht jenen in Sibirien und in den USA. Trotz Gluthitze reichen Mohammeds Aufzeichnungen an den Temperaturrekord von 1922 nicht einmal annähernd heran. Im Juli und im August ist es hier am heißesten. Am 13. Juli 2007 habe ich 48,8 Grad Celsius gemessen. Das war die höchste Temperatur der vergangenen 2 Jahre, die ich hier arbeite. Im staatlichen Meteorologischen Institut in Tripolis werden seit 100 Jahren Temperaturdaten aufgezeichnet. Hier findet sich auch jene legendäre Messung aus dem Jahr 1922, die seitdem als höchste jemals auf unserem Planeten registrierte Lufttemperatur gilt. Millionenmal wurde der Wert publiziert und oft hinterfragt. Die originale Aufzeichnung hat noch kaum jemand zu Gesicht bekommen. Libyen stand damals unter italienischer Besatzung. Das Dokument ist in Italienisch verfasst. Der Meteorologe Khalid El-Fadli fahndet seit vielen Jahren nach den Hintergründen dieses nie wieder erreichten Rekordwerts. Hier steht es, schwarz auf weiß und handschriftlich. 58 Grad. Die Messstation von 1922 war Teil einer italienischen Garnison und ist heute eine Ruine. Als ein Soldat hier 58 Grad registrierte, wollte der Meteorologe in Tripolis das nicht glauben. Er schickte ihn 3-mal zwecks Überprüfung zurück, erhielt aber stets eine neue Bestätigung. Blieb also nur das Thermometer als mögliche Fehlerquelle. Es gibt 2 Gründe für diese Abweichung. Entweder es war einfach ein Messfehler, oder aber es hat einen logischen, wissenschaftlichen Hintergrund. Das könnte mit der Sonnenaktivität zusammenhängen, mit den Sonnenflecken in dieser Periode. Am 12. und 13. September dieses Jahres gab es besonders viele und besonders große Sonnenflecken, mehr als 10, glaube ich. Vielleicht war es das, was die Temperatur beeinflusst und zu diesem Phänomen geführt hat. Mit der Legende des Allzeitrekords von Al-Azizia kann ein berüchtigter Glutflecken im Grenzgebiet zwischen Eritrea und Äthiopien ohne weiteres mithalten. Die Danakil-Senke ist eine der unzugänglichsten Wüsten der Erde. Ein Vulkanland, das bis zu 150 Meter unter dem Meeresspiegel liegt und in dem in den 1960er Jahren eine bis heute unerreichte Jahresdurchschnittstemperatur gemessen wurde.
34,6 Grad Celsius. Hier gibt es keine Straßen. Das einzige öffentliche Verkehrsmittel sind die Salzkarawanen. Das Bereisen der Danakil-Senke gilt nicht nur wegen der Temperaturen als verwegenes Unternehmen, auch wegen seiner Bewohner, der Afar, die als wild und gefährlich eingeschätzt werden. Die Afar leben seit jeher vom Salz, das sie mit Helfern an den Salzseen der Danakil-Senke abbauen und im äthiopischen Hochland verkaufen. Das Geschäft mit dem Salz läuft hier schon seit Jahrhunderten in gleicher Weise. Die Blöcke werden in eine einheitliche Form gebracht mit einem Gewicht von ungefähr 7 Kilogramm. Über hunderte Quadratkilometer ist der Boden hier von Salz bedeckt. In manchen Jahren regnet es kein einziges Mal. Jedes Kamel kann 20 Salzblöcke tragen. Die Temperatur beim Aufbruch zur Rückreise 40 Grad im Schatten. Der Nordteil der Danakil-Senke ist das geologisch berühmte Afar-Dreieck, wo drei Erdplatten aneinanderstoßen. Eine hochvulkanische Zone, in die immer häufiger westliche Abenteurer und Vulkanologen vorstoßen. Ihr Ziel ist das Gebiet des Erta-Ale, ein 600 Meter hoher Vulkan und einer der wenigen, in dessen Krater sich ein aktiver Lavasee befindet. Was die Besucher trotz Mühsal und Gefahr hierher treibt, ist eine bizarre, lebensfeindliche Landschaft von unvergleichlicher Schönheit und ein einmaliger Blick ins Erdinnere. Ob es in der Hölle der Danakil-Wüste wegen des Klimawandels demnächst noch heißer wird, kann niemand sagen. Wo sich die Auswirkungen aber bereits jetzt sichtbar abzeichnen, sind die Polarregionen. Hier reagiert die Natur sehr sensibel. Hier scheint alles viel klarer als anderswo. Die niedrigste Jahresdurchschnittstemperatur aller Zeiten wurde vor 50 Jahren in der Antarktis gemessen. Am Pol der Unzugänglichkeit, dem von allen Küsten am weitesten entfernten Ort. Dort errichteten sowjetische Forscher 1958 eine Schutzhütte, bei der im Laufe eines Jahres ein Durchschnitt von minus 57,8 Grad Celsius gemessen wurde. Bis heute unübertroffen. Die Russen haben auch beim Weltrekord für den absolut tiefsten Temperaturwert ihre Finger im Spiel. 1983 wurden an der Antarktis-Station Vostok offiziell minus 89,2 Grad Celsius gemessen. Am Südpol schmilzt das Eis inzwischen mit überraschender Geschwindigkeit. Zumindest im Westen des Kontinents. Dass das mit dem vom Menschen verursachten Klimawandel zu tun hat, dürfte sehr wahrscheinlich sein. Die ersten, die den Wandel zu spüren bekommen, sind die Pinguine. Ihnen schmilzt buchstäblich das Packeis unter den Füßen weg. Der feste Boden also, den sie brauchen, um ihre Jungen großzuziehen. Das gilt auch für andere Meeresbewohner. Weil sich das Wasser regional zu erwärmen scheint und wegen der Überfischung der antarktischen Gewässer, gehen ihnen überdies die Fische und die Garnelen aus. Ihre Nahrungsgrundlage. Den meisten Bewohnern von Oymyakon ist das, was am anderen Ende der Welt geschieht, ziemlich egal.
auch Valjera Vinokurov. Dem Wettermann ist wieder einmal die Stalltüre zugefroren. In Erdställen sind die Milchkühe während der langen Wintermonate am besten vor der Kälte geschützt. Die Pferde haben damit weniger Probleme, vorausgesetzt, Valjera schafft es, sie regelmäßig mit Futter zu versorgen. Oymyakon ist den Großteil des Jahres von der Außenwelt abgeschlossen. Die Bewohner sind auf sich selbst angewiesen. Brot, Milch und andere Grundlagen des täglichen Lebens müssen aus eigener Produktion kommen. Was darüber hinausgeht, wird alle 3 Monate per LKW angeliefert. Das frische Brot muss rasch ins Warme. Im gefrorenen Zustand könnte man damit Nägel einschlagen. Im einzigen Geschäft des Ortes kann man alles kaufen. Von frischen Mandarinen bis zu Vorhängen. Die Leute beschweren sich zwar über die hohen Preise, aber sie haben keine andere Wahl. Bei uns kauft man auch Eis, sogar bei minus 60 Grad. Es ist hier eine Leckerei, eine Delikatesse, weil es im Sommer keines gibt. Wir haben jetzt minus 30, das gilt bei uns als warm. Nachdem es in Oymyakon keine Kühlschränke gibt, die Temperaturen im Hochsommer jedoch plus 35 Grad erreichen können, wird verständlich, warum sich das Eisessen auf den Winter beschränken muss. Einmal am Tag werden die Kühe zum Wassertrinken an den Fluss gebracht. Sie sind zwar nicht länger als eine Stunde im Freien, dennoch müssen ihre Euter während des Ausflugs vor der extremen Kälte geschützt werden. Mit Hilfe von Euterhaltern. Im Fluss gibt es eine Stelle, an der das Eis wegen einer heißen Quelle relativ dünn und der Zugang zum Wasser auch im tiefsten Winter ohne weiteres möglich ist. Auch das Wasser für die Menschen wird mittels Tankwagen an dieser Stelle aus dem Fluss gepumpt. Trotz einer Welt aus Schnee und Eis und trotz des großen Flusses vor der Haustür ist in Oymyakon Wasser eines der kostbarsten Güter. Abgesehen vom Tankwagen steht es nur zur Verfügung, wenn man es warm hält oder wenn man Eis zum Schmelzen bringt. In beiden Fällen muss Brennstoff investiert werden. Benötigt ein Haushalt frisches Wasser, wird einfach eine rote Fahne ausgehängt. Der Tankwagen bleibt stehen und liefert. Nicht alle Leute werden vom Tankwagen versorgt. Valjera, der Wettermann, packt alle paar Tage seinen Ochsenschlitten und beschafft das Wasser für seine Familie selbst. Und zwar an einer Stelle im Fluss, an der schon sein Vater und sein Großvater das Wasser geholt haben. Eiswasser ist sauberes Wasser, wohlschmeckend. Ich mag dieses Wasser gern. Man kann es trinken, wie es ist. Es ist sauber, sehr gut für die Gesundheit. Seit meiner Kindheit, schon mein Vater hat dieses Wasser geliebt. Und er hat uns gelehrt, wie man Eiswasser trinkt und es nutzt. Und so ist uns das von unseren Vorfahren mitgegeben worden. Ich mag es, das Eis zu holen und Eiswasser zu trinken. Die Eisblöcke, die Valjera aus dem Fluss hackt,
reichen für den Haushaltsbedarf von ca. 3 Tagen. Daheim heißt es jedenfalls Wasser sparen. Die mühsam gewonnenen Blöcke werden nur zum Trinken und zum Kochen geschmolzen und wenn seine Frau Annika ein Bad nehmen will. Für alles andere muss der Schnee herhalten. Das ist eines der wenigen Dinge, die Eumerkon und das Tal des Todes gemeinsam haben. Wasser ist knapp. Und alles Leben hängt davon ab, ob es verfügbar ist oder nicht. Am Rande des Death Valley plätschert die Kostbarkeit an wenigen Stellen offen vor sich hin. Doppelt überraschend, es gibt sogar Fische. Sie schaffen es bei minimalem Wassernachschub und für Fische fast unerträglichen Temperaturen zu bestehen. Einer dieser Wüstenkerpflinge hat weltweite Berühmtheit erlangt, der Teufelskerpfling. Sein einziger Lebensraum ist Devil's Hole, das Teufelsloch. In den 1970er Jahren entschied der oberste Gerichtshof der USA, dass das Überleben des Fisches wichtiger sei als die Möglichkeit, das Wasser für die Landwirtschaft zu nutzen. Eine für den Naturschutz revolutionäre Entscheidung. Das Überleben einer Fischart wurde über die wirtschaftlichen Interessen des Menschen gestellt. Das Teufelsloch ist ein Wasserbecken aus Kalkstein im Inneren eines Hügels. An einem Ort wie diesem ist die Beziehung zwischen Mensch und Natur sensibler als anderswo. Der Biologe Mike Bower hat das im Gespür. Im Endeffekt müssen die Menschen ihre Ressourcen mit Organismen wie dem Teufelskerpfling teilen. Nimmt man den technologischen Fortschritt und wie sehr wir die Natur bereits ausgebeutet haben, stehen uns die Konsequenzen noch bevor. Weil wir uns der Umwelt so gut anpassen können, sollten wir mit einigem Abstand betrachten, ob wir unsere Ressourcen nicht im Übermaß nutzen. Der Lebensraum dieses einzigartigen Wüstenfisches ist etwa 20 Quadratmeter groß. Das Wasser hat seit jeher konstant 32 Grad. Sobald es Nacht ist, versuchen die Forscher, die Jungfische zu zählen. Das Licht darf nur kurz eingeschaltet werden, da die Teufelskerpflinge sonst ihren Nachwuchs fressen würden. Okay, stop. I'll do 4 and 6 for me. Einmal gab es nur noch 40 erwachsene Fische, dann waren es wieder 100. Zu wenige, um den Fortbestand zu garantieren. Stecken die Fische in einem genetischen Flaschenhals? Hat sich die Umwelt verändert? Jede Veränderung wäre fatal, etwa wenn es wegen des Klimawandels zu einer Wassererwärmung käme. Der Ökologe Kevin Wilson. Die Teufelskerpflinge leben physiologisch am Rande des Abgrunds. Das betrifft die biochemischen Voraussetzungen, um im Körperinneren Eier reifen zu lassen. Man vermutet, wäre das Wasser nur ein wenig wärmer, könnten sie keine Eier mehr entwickeln. Was die Wüstenfische für Amerika, sind die Ponys für Nordostsibirien. Tiere, die mehr aushalten, als man sich vorstellen kann. Die halb wild lebenden Pferde scharren sich ihr Futter unter dem Schnee hervor. Kühe würden nachts sofort erfrieren. Die Ponys sind der ganze Stolz der Jakuten, von denen es nur noch 400.000 gibt und die deshalb in der Liste der bedrohten Völker aufscheinen. Die Jakuten sind mit ihren Pferden und mit der Kälte eine Symbiose eingegangen. Ihre Ponys sind natürlich Statussymbole, aber auch ein Mittel, um mit ihnen gemeinsam die Kälte zu zähmen. Sie haben eine dicke Haut, ein dickes Fell, große Hufe, kurze Beine, liefern Fleisch und Stutenmilch, dienen als Reitpferde und als Packpferde.
Es ist ziemlich schwierig, sie auszubilden. Sie bleiben ja trotzdem wie wild. Bevor wir mit der Ausbildung beginnen, wählen wir aus. Nach der Belastbarkeit, nach ihrem Charakter und so weiter. Jeden Tag muss man mit dem Tier arbeiten. Dann wird nach einem Jahr ein gutes Pferd daraus. Belastbar, schnell und für alles einsetzbar. Einen Fluss kann man mit ihm durchschwimmen und auf die Bärenjagd gehen. Es schreckt vor nichts zurück. Die Jakuten-Ponys haben offenbar denselben Charakterzug, den auch jene Menschen besitzen, die das Schicksal an Orte mit extremer Kälte oder extremer Hitze verschlagen hat. Sie lassen sich keinen Schrecken einjagen. In Oymyakon stiftet die Kälte sogar Identität. Für jeden Menschen ist die Heimat etwas Heiliges. Ich bin hier geboren, habe mein ganzes Leben in Oymyakon zugebracht und bin stolz, am kältesten Punkt der Erde zu leben. Alles eine Frage der Betrachtung und eine Frage der Gewöhnung. Auch bei Valjera Vinakurov. Jetzt hat es minus 40 Grad. Ich sitze hier ganz ruhig ohne Handschuhe und ich friere nicht. Für unsere Begriffe ist es nicht kalt. Ich trinke Tee. So kann man ganz gemütlich hier sitzen. Für die einen ist es Abenteuer, für die anderen bloß eine Arbeitsbedingung. Solange uns Vernunft und Technik schützen, können Extremtemperaturen auch etwas Lustvolles an sich haben. Wenn ich schon 54 Grad ertragen muss, will ich mehr. Bei 57 wäre ich glücklich. Du musst verdammt hart sein, das kann ich dazu sagen. Du musst Interesse am Leben haben. Wenn dich nicht interessiert, was du tust, solltest du an die Wüste nicht einmal denken.